ein kleiner Rüsselkäfer. Und zwar ein dunkles Kleespitzmäuschen. Mäuschen? Ja, lustiger Name. Ja. Er ist nur etwa 2 bis 3 Millimeter groß. Und er ist sehr nervös. Es gibt sie anscheinend fast überall, von Nordafrika, Europa, über Sibirien bis nach Japan. Und er lebt ja nur auf Klee, das heißt, die Kleepflanze ist weit verbreitet. Ist das Klee hier? Das ist eine Kleepflanze, ja. Sie legen die Eier in diese Pflanze und die Larven, die fressen dann die Blütenkelchen. Und der Käfer selber, der frisst die Blätter. Und wenn sie eben dann in Massen auftreten, können sie wirklich Schaden anrichten. Klee wird als Futter verwendet für als die Kühe. Als Futterpflanze, ja. Ja. Es wird immer beigemischt. Man sieht selten nur ein ganzes Kleefeld. Aber früher als Kinder haben wir auch Kleeblüten gegessen. Ah ja? Ja, wir haben das gemacht. Und ja. Wie schmeckt der? Süß. Süß? Die waren gut, ja. Ja. Das ist eine Wiesenschaumzikade. Sie werden etwa so 5 bis 7 Millimeter lang. Und sie haben ganz unterschiedliche Farben. Mittlerweile haben sie etwa so 20 verschiedene gesehen schon. Farben, ja. So Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb. Es geht vor allem um so Farbkombinationen. Siehst du, die ist irgendwie wieder ganz anders. Ja, aber alle braun, oder? Ja, das schon, ja. Und es gibt sie mittlerweile fast überall auf der Welt. Außer in den Alpen, der Arktis oder in der Wüste. Das ist ihnen dann zu trocken, das haben sie nicht gerne. Diese Dame hier schaut sehr argwöhnisch, ja? Ja, interessiert, würde ich sagen. Ah, habe ich die Mimik falsch interpretiert? Das kann sein, ja. Und siehst du, die ist jetzt heller, dunkler, heller. Ja. Mit Weiß. Oh, schon wieder so ein Statist. Die drängen sich immer wieder ins Bild. Unglaublich und stören unsere Hauptdarsteller. Genau. Das ist wieder so ein Rapsglanzkäfer. Ja, ja. Ja, die sind aufdringlich. So haben wir sie gefunden. Ne? Ja, das ist die Paarung. Schräg nebeneinander. Ja, genau. Ja, ja. Wo hat die Dame ihr Organ auf der Seite? Ich denke, man kann es hier nicht sehen. Ja, aber kann sie das so verbiegen? Oder? Es scheint, ja. Seitwärts angeschraubt, ja, ja. Oder? Also die Weibchen, die können dann 350 bis 400 Eier produzieren. Pro Jahr? Pro Saison, ja. Pro Saison. Und die Larven, die scheiden dann eine Flüssigkeit aus, die Eiweiß enthält. Und dann blasen sie mit ihrem Lungenorgan Luft hinein, was dann diesen Schaum erzeugt. Und sie leben darin eigentlich, bis die Entwicklung fertig ist. Das heißt, sie häuten sich 5-mal und das dauert etwa 50 Tage. Ja, man sieht hier das Hinterteil.
Es ist erstaunlich, dass die Larven das selbst machen. Ja. Und der Schaum, haben Sie, habe ich gelesen, besteht trotzdem über 99% aus Wasser. Es ist wirklich etwas ganz Spezielles. Und wird beim Regen abgewaschen? Nein, eben nicht. Er hält einen Regen aus. Gut, Sie bauen diese Nester auch unter den Blättern oft, geschützt. Diese ist wahrscheinlich schon fast entwickelt. Schon fast, ja. Sie überlegt sich, ob sie das Nest verlassen sollte. Ja. Ja, hier haben wir die Kohlmeise. Kohlmeise. Sie möchte gerne auf YouTube, aber sie war ungepflegt und wir haben ihr empfohlen, sich noch etwas zurechtzumachen. Ja, schau, wie schön. Ja, und dann ist dieses Foto entstanden. Und dieses. Also, doch ansprechend. Ein schöner Vogel, wirklich. Ein langbeiniges Monster. Genau, ja, ein ganz schwieriger Schauspieler. Ja, man weiß nie beim Filmen, wo man eigentlich scharf stellen sollte. Ja, und ob man alle Beine erwischt. Ja. Und das ist die Kohlschnake. Vorher die Kohlmeise und jetzt die Kohlschnake. Genau, ja. Ja. Sie dürfen den Kohl gerne haben, also ich bin nicht so Fan. Ah, schau mal, wie sie da zwischen den Blättern hängt. Ja. Wunderschön. Ja, aber sie sind wirklich schwierig zu filmen. Immer etwas ist unscharf. Ja. Aber sie legen bis zu 1200 Eier. Obwohl sie unscharf sind. Ja. Ich habe das gelesen. Pro Jahr auch, ja? Ich denke, ja. Auch eine sehr kräftige Flügelmuskulatur. Ja. Und der Kopf besteht fast nur aus Auge und Mund. Ja. Also ein Hirn ist hier eigentlich kaum zu erkennen. Aber sie können nur Nektar aufnehmen, weil anscheinend ihr Mundwerkzeug ist zu weich für andere Sachen. Und wozu sind die Werkzeuge vorne, die Klauen? Das weiß ich nicht. Ah, sie hat einen Nucki, einen Schnuller. Kann sein. Oder das hat, gehört das zum Mund oder ist das? Keine Ahnung. Irgendetwas, das sie aussaugt. Ja. Die Larven, wenn sie in Massen auftreten, dann können sie eben den Kohl schädigen oder Pflanzen. Und so werden die Eier hergestellt? Ja. Bei der Paarung? Ziemlich festgeklammert. Ja. Festgeklammert, ja. Eine lustige Fliege. Ja, eine Schwingfliege. Man sieht gut diese zwei weißen Schwinger. He? Ja. Das hat sie, glaube ich, den Namen gegeben. Aber sie ist eigentlich wie eine Mistfliege. Sie legt ihre Eier auf Kot und Mist. Gut, die Larven, die fressen dann den Kot und sie räumen auf. Oder? Und wandeln ihn um. Ja. Wie schon gesagt, das ist alles Geschmackssache. Ja, aber die Fliegen selber, die ernähren sich vom Nektar. Und was stört sie hinten? Ist das ihr Geschlechtsteil? Ist das ein Männchen oder ist das die Legeröhre eines Weibchens? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Oh, auf jeden Fall. Sie pflegt es. Aber was man noch gut sieht, das ist so ein Verdauungstropfen. Jetzt sieht man ihn gerade nicht mehr. Jetzt hat sie ihn verschluckt. Ah, wir sagen im Berndeutsch das Blöterle. Ja. Beim Mund vorne, oh, schau mal die Röhre hinten. Ja.
voll beweglich. Es könnte eine Legeröhre steuerbar. Ja, es könnte schon eine Legeröhre sein. Wie wird das gesteuert? Sind das Sehnen, Muskeln? Wie wird das gesteuert? Keine Ahnung. Das wäre für die Wissenschaft doch interessant. Ja. So, das wär's. Bis später. Bis dann.